wir sind hier im BWZ Uri und wir machen eine Bullet-Tour. Wir haben vier Partien hier, vier Jungpartien. Und wir gehen nacheinander zu jeder Partie für etwa 20 Minuten. Und dann werden wir von der Partie empfangen und sie sagen, stellen sich vor und stellen ihre Vorstellungen vor, was wir ändern müssen oder ob wir etwas ändern müssen. Dann sind sie auch noch tiefer auf die Frage des Atomausstiegs eingegangen. Und nachher noch kurze Fragerunde. Ob ich jetzt zu einer Jungpartie will, ist mir noch nicht so klar. Ich fand es wirklich interessant, dass wir jetzt einen Einblick in die verschiedenen Partien bekommen haben. Auch um zu wissen, was sind die Gedanken der einzelnen Partien. Es war auch cool, dass junge Leute dabei waren. Mit denen hätte man es vielleicht besser diskutieren können. Es ist also sicher eine Möglichkeit, aber nicht gerade in nächster Zeit. Ich finde das sehr eine gute Idee, dass man das macht, dass man nicht nur Lehrlinge integrieren, sondern auch BM-Schüler und Schülerinnen. Dass die auch eine Wahl haben zum Treffen für irgendeine Partie, was meistens relativ schwierig ist. Also für mich persönlich ist es schwierig zu entscheiden, ob ich mich an einer Partie anschliessen würde oder nicht. Weil in dieser Partie hat es etwas, wo ich zustimmen würde, in der anderen Partie hat es wieder etwas zum Zustimmen. Es ist schwierig, zum definitiven Entscheid zu fällen. Aber die haben sich super präsentiert. Ich hatte sehr frei, wo die BKD auf uns gezogen ist. Bis jetzt ist es im Gymi angeboten worden. Und wir sind doch sehr starke Pfeiler so in der Berufsbildung. Wir haben sofort eigentlich Hand geboten. Wir wollten das Ganze noch etwas grösser machen für alle Lernenden im Abschlussjahr. Aber das hat einfach momentan gerade die Kapazität der Jungpartien gesprengt. Auf mich wirkt es sehr authentisch. Es sind junge Leute, die da ihre Meinungen sagen, die nicht meine Meinungen sind. Aber es ist auch wichtig, auch zu hören, was die Leute, die außerhalb unserer Büros überhaupt denken über die Welt. Und über ihre Themen. Das denke ich schon sehr interessant. Und ich glaube, unsere Lernenden können gut unterscheiden, was ist ihre Meinung und was können sie jetzt da frisch zu ihrer Meinung dazu holen. Und ich glaube nicht, dass sie sich Länder überreden oder speziell auf eine Seite ziehen. Ich glaube, das sind doch das Alter. Wir haben alle mindestens dritt Lehrjahr Lernende und die können sehr gut selber denken und das nachher rausfiltern und für sich schon so profitieren. Ja, ich meine, wir profitieren alle zusammen auf unserem politischen System, eben in dem, dass wir hauptsächlich Frieden und Wohlstand haben. Und für das muss man etwas machen. Das kann in der Verwaltung sein, das kann so eine Aufgabe sein, aber es kann auch eine politische Aufgabe sein. Also jeder muss etwas dazu beitragen. Also, wenn ich so gewisse Gesichter geschaut habe, ist das politische Interesse schon da. Ich glaube, es fehlt dann einfach oft der Schritt, dass man dann irgendwo Mitglied ist. Aber man kann ja auch, ohne dass man aktiv Mitglied ist, zum Beispiel liberal wählen. Also, das habe schon das Gefühl, dass man uns ein bisschen positionieren kann. Man kommt nicht auf die Idee abzustimmen, wenn man nie darüber diskutiert hat. Man kann nicht alles in sich selber ausmachen. Man muss Diskussionen haben, man muss verschiedene Gegensätze hören. Man muss die ganze Auswahl mal erleben, damit man Demokratie selber auch erleben kann. Und das ist etwas, was ein Lehrer vielleicht nicht unterrichten kann, dass man wirklich den Schüler eigentlich selber erleben mit den verschiedenen Partien, die es gibt und mit lebendigen Personen, die das vormachen. Auch das Streiten, die Streitkultur, ist gut, dass das ein bisschen vorgelebt wird. Ich habe mich eigentlich schon entschieden, bei den Jungen als EVP meinen Stimmzettel oder meinen Stimmbeitrittszettel nachher noch abzugeben. Und ja, nein, es war eine gute Sache mit diesen vier. Du hast gesehen, was die anderen wollen, was sie vertreten. Und das für die CVP mir am besten passt. Ich stimme irgendetwas ab, was abgestimmt ist. Ich informiere mich darüber. Und wenn ich jetzt wirklich von etwas nicht verstehe oder keine Meinung habe, würde ich auch nicht stimmen. Und ja, darum finde ich eine gute Sache. Das machen die dann schon.